Das Herz sitzt beim Menschen gleich mittwärts der Brust, doch links, rechts daneben die Lunge verrußt. Die Bronchien würgen, am Kehkopf es druckt, doch wird der Schleim nicht gleich ausgespuckt. Genieße im Munde ihn gerne noch rühren, um Richtung Speiseröhre ihn zu führen. Dort kriecht er vorbei am Deckelsystem, verhindert es somit das Lungenödem. Vom Magen ganz schnell zu 12 Fingern gehupft, jetzt geht es aufs Ende, gleich wird er gerupft. Insulin, Galle und Dünndarmsäfte rauben dem Kuttel sämtliche Kräfte. Vom Dünndarm verdaut zum Fortadersystem hin, kurz darauf in der Leber schon drin. Die Leber, sie jubelt und herzlich sich freut, Transport von Kutteln noch nie sie bereut, vom Venensystem nach oben geschoben, das Herz merkt es gleich und fängt an zu toben, vorbei an dem Segel, kaputt von Sklerose, wird er gedrückt durch die Hauptkammerstenose. Dann geschieht, längst absehbar, dieses ist wohl jedem klar, der Kuttel gesogen durch Alveolen, ihn wollen sich die Bronchien holen, zum Munde gedrückt, mit einem Hauche. Das ist der Kreislauf eines Rauchers.